Es ist wieder soweit. Schalte es durch die Weilerstädter Stadtmitte. Der Weilerbüttel Manfred Nittel läutete die neue Fastnet-Saison ein. Trotz der etwas frischen Temperaturen ließen es sich am 11.11. um 11.11 Uhr hunderte Schaulustige nicht nehmen, bei der offiziellen Saisoneröffnung dabei zu sein. Der Siebener Rat hatte auf seinem selbstgebauten Kettenkarussell Platz genommen und ließ seine Planetenköpfe ganz im Sinne Keplers kreisen. Denn Thema der Narren-Umzunftmeister Daniel Kadasch war unter anderem die städtische Tourismuswerbung mit ihrem Johannes Kepler. Viele werden Narren als Johannes Kepler, Weilerstadts wichtigster Mann, seh ich bis zum Fastnetzsonntag, bis lebe lang noch. Der 11.11. ist unser großer Beginn, dann macht das Leben endlich wieder einen Sinn. Die Narretei endlich wieder ist da. Ich grüße euch zusammen auf dem Marktplatz mit drei kräftig donnernde. Auch der Calver Landrat Helmut Rieger bekam einen Seitenhieb für die Hermann-Hesse-Bahn. Die S-Bahn bald nimmer in Weilerstadt fährt, weil sie dann dem Hermann-Hesse kehrt. Da setzt sich der Landrat Rieger durch ein Denkmal auf unsere Kosten und will greifen gar bald zu den Sternen, der sitzt echt auf dem falschen Posten. Da wär's doch naheliegend und es liegt auf der Hand, wenn die Bahn kommt. Dann wird sie Johannes Kepler-Bahn genannt. Selbst Johannes Kepler, der über dem Marktplatz thront, bekam seinen eigenen Orden verliehen. Die Zunftfahne ist gehisst und das kleine Häcksle, in diesem Jahr dargestellt von der 5-jährigen Laura Decker, aus ihrer Kiste befreit. Die Fastnet-Saison kann also beginnen.